So, Freunde, und da sind wir auch wieder zu Vampire. Nach unserer doch sehr gestörten, in mehrerlei Hinsicht gestörten Runde vom letzten Mal, wo wir merkwürdige Dinge gesehen und unsere Aufnahme mehrfach unterbrochen wurde, hoffe ich, dass es jetzt wieder etwas ruhiger zugeht und wir dem lieben Arthur Kilpatrick mal von seinem Kopfgeldjäger erzählen können, der doch sich jetzt nach anderen Berufen umsieht, wo er nicht mehr so viele, nicht mehr auf zwei Menschen gleichzeitig zeigen kann, sagen wir es so. What's shaking? Ich habe deinen Jäger gefunden, aber Köpfe will er nicht mehr jagen. What? Ain't coming back? What do you mean he ain't coming back? Ja, der hat ein. Warum ich zurückkomme, da ist ein juckender Finger wo jetzt einer verrückten Trophäe. Schön. Man, that's a tough one. Bounty Hunter ain't no good without his trigger finger. Well, hell, that really leaves me in hot water, boy. Gonna cost old Arthur real good. Tja, wenn du keinen Kopfgeldjäger mehr hast und es in der Scheiße steckst, eventuell, kann I ich da got this guy with vielleicht. a sheet a mile long. Put in on three warrants. His girlfriend put up for the bond and now he missed the court date. I can't get in touch with either of them. Want a job? Gerne. Natürlich will ich einen Well, Job it won't haben. be much of a job since you ain't licensed and all, but until I can get me another bounty hunter, I need you to find out if this guy skipped town or what. Okay, du willst also wissen, ob hier irgendwer die Stadt verlassen hat. Schauen wir doch mal, ob wir gucken. Yeah, no body Schauen wir attachment or mal. nothing. Just find out if he's here or where he went. I'll pay you. Deal? Bezahlung ist Bezahlung. Vor mir ist kein Kopf sicher. Heute Nacht gehe ich auf Ja. Great, great, all right. The guy's name is Mike Durbin. Goes by the name Muddy. His girlfriend put up for his bond. She lives over there above Tripp's pawn shop. Her name is Marion Murrieta, but I haven't been able to get in touch with her. Okay. Ja, einen Bogen, eine Kugelabfeuer brauchen wir nicht wirklich. Oder brauchen wir noch was? Fahren wir einfach mal nach einer schönen Knarre. Well, I wouldn't normally tell you this, but since you did help me out, trip down at the pawn shop. He's a little fried and paranoid, so we don't usually sell guns to anyone. But just tell him all officer sent you, we'll set you up all right. Okay, dann sagen wir mal dem Herrn in der Pfandlei Bescheid, dass wir eventuell noch etwas suchen und dann sag doch mal, wo der dreckig. Also, Muddy, Englisch dreckig, wo der Dreckige seine Spuren hinterlassen hat. What the footprint? Oh, you mean his record? Well, he was brought up on manslaughter charges years back, but he got acquitted. Since then, he's been in and out for this, that, small time stuff mostly. Okay. Und was weißt du über deine Frau? What place you want to know about? Ach nee, da geht's ja schon wieder um die Stadt. Ach nee. Sure, pal, what is it? Wir wissen, was wir zu tun haben, so ansatzweise. Wir sollen jetzt nochmal für Arthur herausfinden, ob ein gewisser Muddy sich noch in der Stadt aufhält. Da sollen wir bei der Pfandleihe und im Apartment über der Pfandleihe nachschauen. Das machen wir aber demnächst. Ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal genug von Nebenquests und schauen mal, dass wir in der Hauptquest weiterkommen. Ja, genau. Das große Tier und die Hure Babylon. Und wir kennen das Ganze. Dass er noch immer anbrüllen muss, dieser Endzeitprophet. Ist ja grauenhaft. Auch wenn ich es immer noch merkwürdig finde, dass wir jetzt eigentlich noch mit dem Barkeeper sprechen müssen. Im Prinzip hat sich Janet doch eingeladen, nach oben zu gehen. Naja. Ich suche die Töchter des Janus. Emmis? What the hell are you talking about? Hey, I always think of weird ones. Okay, die Schwester erschaffen vom zwiegesichtigen Gott oder. Irre wird nur der Platz sein, an dem deine Nase gleich bewegen. Schön. Nee, wir sind mal lieb und erzählen mal ein bisschen was von den Schwestern und Zügen. Gott, ich bezweifle stark, dass wir dem armen Mann damit weiterhelfen, aber. I'm the only sister out here.
gesagt, sie bräuchte einen anderen Tieraffen. Are you serious? I'm Das werden wir natürlich sofort ausrichten, dass du hier kündigen möchtest. Da haben wir natürlich sofort für dich eine 80%ige Träne weinen. Ne, bis dann. So, jetzt müsste es hoffentlich... Ja! Ja, jetzt geht's! Ah, Freude. Hui! Hui! So, ich hoffe, es kommt auch wieder raus, das ist auch sehr schön. Ich bin frei. Komm. Eieiei, Fahrstuhl, wie die auch hingehen, ne? Ah, sehr schön. Oh, hier liegt was. Ring. Wir haben kein Spiegelbild. Darin streiten sich scheinbar die beiden Schwestern über Sünde und Schamgefühl und Beleidigungen und wem jetzt diese Stadt und wem der Club gehört. Solche Sachen. Da scheint Jeanette gerade aus dem Zimmer gerannt zu sein. Okay. Können wir jetzt rein? Jawohl. Dann ist das also die andere Schwester. Das scheint Therese zu sein. Hallo. Please come in. I do apologize for my sister's crassness if it made you uncomfortable. She's unabashedly scandalous, but in the club business, I suppose that kind of personality is a necessary evil. Das ist also Therese, die dunkle Tochter des Janus. Therese Borman, yes. I'm the proprietor of this club, and the only person in this city whose good side it's in your best interest to stay on. What brings you to Santa Monica? Auf jeden Fall ist sie sehr von sich überzeugt. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum Punkt. Ich würde doch sagen, dass sie doch mal die Meinungsverschiedenheit mit dem Wurm beilegen solle. Das wäre natürlich Tom's exile is self-imposed, I assure you. But then, what reason would I have not to hate that loathsome Nosferatu scoundrel? Bloody Nosferatu. They're so unclean. Ja, das mag stimmen, dass die Nosferatu nicht die saubersten sind. Ich will mich ja nicht in deinen Wahnsinn einmischen. Schaff einfach Frieden, ich will ihn sehen. I'd be willing to put the word out that my grievances with Tongue have been swept under the rug. But in return, you'll have to help me remove a particularly burdensome spirit from a property I'm looking to invest in. Oh. Ein Geist. Oh, I forgot. You're still new to this. Allow me to break you in. Yes, ghosts exist. Werewolves, mummies, and I'd expect a whole lot of other things I've never seen share the night with us. Oh, ja. Ich kann euch sagen, es ist ein wunderschöner Spaß, diese Geisterquest. Aber schauen wir doch erstmal. Was ist denn zu tun? Rumor is that a personal item of a ghost may be used to draw it out or excise it from its haunt. While I don't put a lot of stock in hearsay, it's my last option. So I want you to go to the Ocean House Hotel, find an item of the spirits and bring it back. Also sollen wir in dieses Haus gehen und einen persönlichen Gegenstand des dort spukenden Geistes suchen? Okay. Eieieiei. Naja, wenn sie dafür verspricht, die Fehde mit Bertram Tongue beizulegen, wollen wir mal nicht so sein. Oh, I fully intend to do so. You'll find that dealing with me on the whole is appreciably more predictable than dealing with some of the egomaniacs that are my peers. So long as our business doesn't go sour, my word is gold.
Sehr schön. Wenn du Wort hältst, dann will ich mal losziehen, ne? Dann gehe ich mal zum Haus am Meer. The only way to reach the ocean house this time of night is through a tunnel in the sewers. You'll need that key to open the gate for that tunnel. Okay. Wir müssen also über die Kanalisation zum Ocean House. If you'll excuse me, I've got situations to set straight. Okay, dann lass dich mal nicht. Kann man an dem Computer eigentlich irgendwas machen? Nee, ne? Schade. Schade. Aber da ich jetzt nicht wirklich Lust habe auf die Geisterquest, denn da muss ich euch sagen, da ist eine der atmosphärischsten Stellen im Spiel, finde ich, ist einmal persönlich die Lieblingsstellen, zumindest an die ich mich bis jetzt erinnere. Vielleicht kommt ja gegen Ende noch was Besseres. Aber nun ja, es ist noch bei mir recht hell, was daran liegen könnte, dass es jetzt gerade ungefähr 2:30 Uhr mittags ist. Und diese Quest möchte ich auf jeden Fall nachts machen. Und ich kann euch auch empfehlen, die nächste Folge wirklich in der Nacht zu gucken. Deshalb, ich brauche unbedingt noch ein bisschen Blut, bevor ich da hingehe. Da werden wir jetzt einfach ein paar Vorbereitungen treffen, werden ein bisschen Blut auftanken. Werden wir was finden. Wir müssen uns was kaufen, das will ich eigentlich nicht. Und dann werden wir uns schon mal zum Ocean House begeben. Und mal schauen, dass wir vielleicht noch ein paar, wir haben jetzt halt ewig lang Erfahrungspunkte gelevelt. Wir haben jetzt 19 Erfahrungspunkte. Da können wir dann mal schauen, dass wir das ein oder andere sinnvoll unterbringen. Ja, willst du hier mal rein? Ja, komm, geh da rein. Oh Mann, oh. Normalerweise laufen in diesen Gassen zig Leute rum. Wer mal einen braucht, ist da keiner. Ich wäre da hinten der Gasse steht irgendwer. Das gibt's doch gar nicht. Vielleicht eine Möglichkeit hier in. Hier in dem. In dem Café vielleicht irgendwie jemand inzwischen allein ist? Nein. Vielleicht gibt es hier irgendwelche Klogänge, die man. Wo man vielleicht jemanden. Nein. Something I can help you with. Ja, die Nacht ist so kalt wie eine betrogene Frau. I guess. Seltsame Last liegt schwer auf deiner Schulter. I don't see how that's any business of yours. Dunkel und schwer wiegt dein. Also, ich muss sagen, ich habe mit diesem Charakter noch nie gesprochen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber. Okay. Das ist irritierend. Ein bisschen verstörend natürlich auch. Aber naja. Och, ich will jetzt hier nicht 10 Minuten rumlaufen und irgendwie jemanden zu suchen, den ich mal aussaugen könnte. Na, das sieht doch. Geh da rein. Geh da rein. Wie viel Geld haben wir? Wie viel Geld haben wir? 400. Ach, ist halt kein Geld. Ach nee, leck mich. Dann muss das irgendwie so gehen. Wenn wir gerade keinen finden, vernünftig zum Aussaugen. Müssen wir schauen, dass wir da so durchkommen. Wird schon irgendwie, hoffe ich. Ich muss jetzt nur noch finden. Aber es geht eigentlich ganz gut hier in dieser Kanalisation. Die ist nicht allzu groß. Hoffe ich. Ah, Ratte, 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 Ratte. Ein bisschen was an Leckereien kann man hier immer mal mitnehmen. Scheint mir ganz sinnvoll. Ah, da hinten. Sieht man schon an diesem Gitter. Da geht's hoch zum Ocean House Hotel. Dumpti dumpti dumm.
Schauen wir mal, können wir noch irgendwas schnell mal leveln? Was wird man denn mal brauchen? Schleichen will ich auf jeden Fall ein bisschen hoch haben. Machen wir auf 5. Obwohl, nein, schon heftig, ne? Geschick wird noch Schlösserknacken steigern, aber das ist wieder unglaublich teuer. Widerstand gegen Schlagschaden. Das ist auch nichts. Was bringt Verteidigung? Ausweichen. Das machen wir einfach mal. Können wir hier noch Irrsinn, Massenwahn? Belassen wir es erstmal dabei, bei dem, was wir jetzt hier gesteigert haben. Ist ein bisschen was. Das finde ich wichtig, dass das mal getan wird. Das ist das Wichtigste erstmal. Ein bisschen Verteidigung hoch, ein bisschen Schleichen hoch. Und das nächste Mal werden wir uns dort hochbegeben. Und ich gebe euch den Tipp, es guckt euch die nächste Folge einfach an, wenn es dunkel ist draußen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann genau zu diesem nächsten Mal. Und wie es soweit ist, habt noch ein wenig Ruhe. Und bis dann, euer Exedo.